Aufmerksamkeit. Wir beide haben von Wolfgang Schäuble ein Hausverbot für den Reichstag erhalten und wir sind stolz darauf. 89 hat auch etwas begonnen und zwar ganz, ganz klein. Das ist so ein bisschen das Stichwort vielleicht auch meiner Rede. Aus etwas Kleinem kann etwas ganz, ganz Großes werden. Wir sind hier im Angesicht wirklich von einer unglaublichen Diktaturwelle, die auf uns zurollt und wir müssen anfangen, klare Worte zu finden und das zu benennen, was wir hier vor uns sehen. Ja, das ist eine mediengemachte, polizeiunterstützte, elitengewollte Diktaturwelle, die sich langsam aber sicher nicht mehr schleppend, sondern galoppierend über uns alle stülpt. Und liebe Leute, ich muss euch leider sagen, es kommt kein goldener Mufasa, der dann mutig reinspringt und uns dann rausholt. An alle Kritiker da draußen, die ihr sagt, es waren schon wieder zu wenige. An alle Kritiker, die da sagen, das bewirkt nichts. An alle Kritiker, die gesagt haben, es war wieder eine Partyveranstaltung. Über den Visionen der Welt, in die wir eventuell irgendwann mal steuern können. Vergesst nicht die verdammte Welt, in der wir jetzt sind. Vergesst nicht, ihr seid umstellt. Ihr seid umstellt von Polizisten, die bereit sind, bei Verstößen, wie heißt das, Ordnungswidrigkeiten, so etwas wie Falschparken, euch zu umzingeln, in der Art und Weise, wie es hinten bei Herrn Fechtner passiert ist, in der Art und Weise, wie es bei einem Menschen da hinten passiert ist. Ja, das ist auch nur ein Auftakt für das, was ihr werdet erdulden müssen, wenn wir jetzt den Anfängen nicht wehren. Aus etwas Kleinem kann etwas Großes werden. Weil ansonsten stehen wir hier sogar nächste Woche schon nicht mehr zusammen, weil ihr wisst es alle, ihr habt Raunen gehört, ihr habt es durch die Telegram-Kanäle hutschen gehört. Angela Merkel wird nach der Osterpause, ja, wird sie debattieren mit ihren Ministerpräsidenten, tatsächlich wird sie denen nur ihre Meinung überstülpen, ob jetzt nicht ein noch härterer, ein noch krasserer Lockdown mit Ausgangssperre kommen soll. Und wenn ihr dann wiederum sagt, ihr geht nicht auf die Straße, wenn ihr dann wiederum sagt, ja, wir akzeptieren das, weil das ist ja nur mal 6 Wochen, dann wird sie wissen, aha, die schlucken das. Dann wird sie wissen, aha, die nehmen das in Kauf. Aha, das kann ich mit denen in irgendeiner Form durchgeprügelt kriegen. Werden sie diese Zügel, diese Daumenschrauben, ja, werden sie diesen Terrorismus der Maßnahmen weiter anziehen und uns überstülpen, liebe Leute. Und wir werden dann irgendwann nicht mehr zurückblicken können und sagen können, ja, wir haben von nichts gewusst. Im Hintergrund rennen sie gerade dort zusammen. Ja? Polizisten, denn ich sehe, Menschen würden sich nicht so verhalten in meinen Augen. Ja? Und bilden da wieder einen Kreis um einen Menschen, der, was hat er denn getan? Inwieweit geht denn von ihm irgendeine Gefahr aus? Er muss dort schreien, um sein Leben muss er schreien. Das könnt ihr sein. Das könnt ihr nicht morgen sein oder übermorgen oder in 2 Wochen. Das könnt ihr heute sein. Ich bin hier heute durch die Reihen gegangen und einer hat mir gesagt, der Herr, die ziehen mich permanent raus und hat mir mit Waffengewalt oder unter Androhung von Waffengewalt meinen Attest weggenommen. So etwas passiert in diesem Land jetzt, hier und heute. Da brauche ich mir keine Vision auszumalen, von wegen, wie die Welt irgendwann mal sein wird, wenn wir denn hier diesen totalitären Faschismus besiegt haben. Aber dafür, dass wir da hinkommen zu dieser Welt, wie wir sie gerne hätten, müssen wir jetzt aktuell etwas machen. Jeder einzelne von euch hat heute einen kleinen ersten Schritt getan. Aber schaut euch um, liebe Leute, ihr hört mir zu und was werdet ihr danach machen? Und was kommt danach? Thorsten und ich und die Eva und der Thomas und wie sie alle heißen, der Fitnessexperte, der Herr Grabber, der Herr Fichtner, ja? Ihr kennt uns, warum kennt ihr uns? Weil es so wenige von uns gibt. Warum ist euch eure Freiheit nicht heilig? Warum ist euch eure Reisefreiheit, eure Meinungsfreiheit euch nicht heilig? Nein, Brücken, die wir geschlagen hatten, ja, Menschen, auf die wir gezählt haben, haben dann zurückgezogen. Auch damit haben wir zu kämpfen. Warum bin ich das alles? Ja? Weil unter Tränen, ja, hat er mir gesagt, er kann nicht mehr. Was kann ich aktiv tun? Wen kann ich anrufen? Wen kann ich erreichen? Mit wem kann ich einen aussichtslosen Kampf kämpfen? In der Hoffnung, dass er vielleicht nach dem 10. Gespräch auch nur ein Viertel dessen mitbekommen hat, was ich versucht habe, ihm mitzuteilen vor 10 Gesprächen. Weil nur so, der stete Tropfen höhlt den Stein, können wir diesen Kampf gewinnen. Ich selbst, ich hatte auch ein rüdes Erwachen und ich habe auch eine Anlaufzeit gebracht. Während den Anfängen ist schon längst vorbei. Ja? Wehrt ab! Das, was noch zu retten ist, rettet, was noch zu retten ist. Ich zähle auf euch, liebe Leute. Disclaimer. Wer unbedingt Geld loswerden will, ist hier falsch. Ich bin nicht käuflich und komme auch ohne Spenden und Geschenke über die Runden. Meine Inhalte geben entweder mein Wissen weiter oder spiegeln meine ganz persönliche, nicht von Geldgebern, Interessengemeinschaften oder Parteien beeinflusste Meinung wider. Sollte sich die zufällig mit der einer Institution, Organisation oder Einzelperson decken, ist das reiner Zufall und dürfte spätestens beim nächsten Thema mit hoher Wahrscheinlichkeit davon abweichen. Bottoms up.